Oh, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es wieder eine Folge Fußballmanager 17 mit der Liverpool-Karriere. Erstmal, heute ist wieder die Facecam, weil das mit dem Greenscreen noch nicht so klappt wegen den Lichtverhältnissen. Ich habe mir jetzt Softboxen bestellt, aber das habe ich ja alles in dem Video von heute Morgen oder heute Mittag schon gesagt. Ja. So, dann starten wir mal. Hier sind wir dann stehen geblieben in der letzten Folge. Wir spielen jetzt im nächsten Spiel gegen Eppingworth Athletic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Athletic gibt bestimmt, aber hier das. Eppingworth. Mal schauen. So, dann gehen wir mal weiter. So. Schauen wir mal unsere Aufstellung an hier. Ob wir da irgendwas mal verändern. Ich würde mal gerne hier den Jungen. Anstatt hier Emre Can vielleicht. So. Sturm, da gefällt mir der Firmino irgendwie nicht. Keine Ahnung, was mit dem ist. So, rechter Verteidiger, der bleibt hier drauf. So, Ings ist 24, hier ist noch ein 18-Jähriger. Ich würde gerne den mal probieren im Testspiel auch noch. Schauen wir mal, hier ist Chamberlain. Woodburn, ich mache mal Woodburn als erstes hier drauf. So, ich wollte hier noch gerade was gucken, weil die immer so hart in die Zweikämpfe gehen. Dann muss ich hier zum Beispiel Tacklings. Ich habe die auf 39. Ich glaube, ich muss die runter stellen oder wie war das? Ich glaube, oder ist das? Irgendwie gab es da mal was ich gehört habe. Wenn man aggressiv einstellt, ist es eher nicht aggressiv und vorsichtig ist dann aggressiv. Aber ich glaube, ist schon richtig so. So, dann speichern wir das hier. Ach, kann man das überspeichern oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ah. Das ist gut. So, dann gehen wir mal direkt weiter. Hier haben wir Alexander Arnold. Tackling habe ich auf 40, okay. Dann haben wir mal hier auf 25. Speichern. Ich muss natürlich immer RV und alles eingeben. Speichern. Ja. Nächstes. Oh, 54. Oh, das habe ich aber meine angenommen? So, zack, zack. Ah, warum habe ich das auf 54 gestellt? Das verstehe ich nicht. So, speichern. IV. Zack. Dann dürften sie normalerweise nicht mehr so faulen. Machen es mal auf 25. So. Achso, warte mal. Ich hab's ja eben schon gespeichert, dann müsste ich ja eigentlich nur aufrufen, oder? Ja. Schauen wir mal den nächsten. Ach, da hab ich genauso. So, machen wir hier eine DM. Ich weiß, das hätte ich können vorher machen, aber. Ne, hätte ich können nicht. Ich rede Schwachsinn. So, jetzt den hier. Ich habe jetzt eben DM gemacht. Dann holen wir uns einfach den anderen DM wieder hierher. Zack, einmal hoch. Los. Offensives Mittelfeld. Da habe ich genauso. Speichern. OM.
Liste. Da geht's eigentlich. Hier geht's auch. Und hier auch. Und dann müsste eigentlich dann die Verteidiger wieder kommen, ja. So. Gucken wir nochmal nach dem Vergleichen. Hier machen wir wieder zack. Wie im letzten Mal, wie beim letzten Mal. So. Jedem einen Spieler zuweisen. Zack. Ups. Mal hier. Und der hier kann den hier nehmen. So. War ich hier schon? Nein. Hier war ich nicht. Mal wieder Golf spielen. Wir haben einigen Bereichen Mitarbeiter, die nicht dem Standard ihres Vereins entsprechen. Okay. So. Jetzt gucken wir mal gerade, ob wir nochmal hier reden können, aber ich denke nicht. Nein. Dann gehen wir hier mal in den News-Sender. Scout-Bericht. Er hat wieder neue Spieler. Hier auch. Mané ist wieder fit. Cameron Brennergen ist wieder fit. Scout-Bericht. Joel Matip ist wieder fit. Statusbericht Verletzungen. Ja, das ist alles noch ziemlich lange. Hier seht ihr es. Mané und Matip. Mané habe ich eh rausgeholt. Martin. Gut, der steht doch hier gar nicht, als wäre er verletzt. Ah, tun wir trotzdem mal hier auswechseln. So, dann schauen wir mal noch hier schnell in die zweite Mannschaft. Hier machen wir mal. So. Die Form ist nämlich hier besser. Hier ist Fitness nicht so arg. Aber da kann ich nichts machen. Lassen wir da mal so. So, hier ist die Jugend. Einfach mal so. Okay. Schauen wir mal. Gehen wir mal ins nächste Spiel. Und zwar hat mich der Max Makovic gefragt, warum ich in den Testspielen nicht einfach simuliere. Und das stimmt eigentlich, weil 3D-Spiele sind vielleicht eher was, wenn man ja, die richtigen Spiele macht in der Liga und Champions League und so. Ich denke mal, gebt mir recht, weil dann geht's auch, kann ich mehr Spiele machen in einer Folge. So, schauen wir mal. Man sieht zwar jetzt nicht mehr, wie die spielen, also die. So, jetzt ist ja schon die erste Halbzeit rum. Ah, da hat eine 4 bekommen. Die Läuferin hat auch eine 4. Ben Woodburn, ja. So, ich lasse mal den Co-Trainer machen, weil das ist ja nur ein Freundschaftsspiel. Zack. Gehen wir gleich weiter. So, wir haben 3-0 gewonnen. Das ist doch mal sehr gut. Wer hat hier die Tor geschossen? Mo Salah. Dann Daniel Sturridge und hier Solanke. Ja. Der Beste ist hier Sturridge gewesen mit einer 2,0. Ja. Gehen wir mal weiter wieder. Das war das erste, also das Spiel wieder gewesen. Ja, hier gibt es nichts Neues, glaube ich. Ja. So, Interview mit der und Pressekonferenzen. Was hat Ihnen in letzter Zeit beim Liverpool FC besonders gut gefallen? Hier. Unsere Jugendarbeit. Ja. So, wir haben zwei
plus Moralpunkte für die Jugendspieler bekommen. Das ist sehr schön. Reha-Maßnahmen bei Philipp Coutinho wirken schlechter als erwartet. So, hier haben wir noch 4 Langzeitverletzte. Ihr seht's hier. Richtig bitter. So, gehen wir nochmal hier. Ich glaube, jetzt können wir gleich wieder sprechen mit den Spielern. Ich würde auch gerne mal hier mit der zweiten Mannschaft nochmal reden. Weil die ist genauso wichtig wie die erste. Aber wir können leider noch nicht sprechen. So, mit der. Hier können wir nochmal ein Trainingslager machen. Das sind die Tage. Machen wir noch geistige Fähigkeiten. So, wir müssen in England. Dann machen wir auch in England. Alle. So, beide. Hier können wir nochmal ein Freundschaftsspiel ansetzen. Dann nehmen wir. Gibt es hier was Namhaftes? Hier Middle Blue. Oh, der ist aber viel zu stark. Middle Blue ist zu stark. So, alles was hier grün ist, könnten wir schlagen. Orange ist so lala. Und rot ist natürlich etwas größerer Club. Hier sieht, nee, hier steht aber unterklassiger Verein. Nee. Okay. Aber grün ist halt, wozu uns passen würde. So, gegen die hatten wir gerade eben gespielt. Was kann auch dann hier mal die zweite Mannschaft machen? So. Die haben ja, glaube ich, auch noch kein Ligaspiel bestritten. Nee. So, dann gehen wir nochmal hier gucken. Hier sieht es gut aus. Gehen wir mal einfach weiter. So, Feldspielerfähigkeiten, Taktik und Duelle-Fähigkeiten. Machen wir mal Feldspielerfähigkeiten. Taktik ist auch wichtig. Und hier, zack. Taktik. Feldspieler. So. Hier unten sieht man dann noch, was sie trainieren. Also Pressing, Konter und Freistöße. Gehen wir weiter. So, nächstes Spiel ist hier gegen Al-Ahli SC. Oha. Im regnischen, also es regnet. So. Den machen wir mal rein. Dann machen wir mal Milner. Der ist zwar in Ordnung hier, aber die Fitness gefällt mir noch nicht. Die muss noch ziemlich hoch werden. Liga Verteidiger 78. Ah, geht in Ordnung. 73 ist auch nicht viel besser. So. Oh, wir haben hier wieder ein Sponsorangebot. Oh, Adidas. Da nehmen wir mal. Zack, zack. Machen wir dreimal, hab ich nichts getan, das ist bitter. Nehmen wir das halt so an. Hier Paulana. So machen wir die Laufzeit zu erhöhen. Oh ja, geht. Und Geld haben sie auch erhöht. Sehr schön. Dann gehen wir hier hin. Salah. Haben sie uns das Geld auch erhöht. Das ist sehr schön. Banden haben wir keine mehr frei. Das ist prima. So, hier ist sowieso nichts zu machen. Dann gehen wir hier wieder hin. Gehen wir wieder Golf spielen.
Infrastruktur ist, glaube ich, werden wegen der geringen Zahl an Toiletten. Okay. Machen wir mal zwei dazu. Eine Toilettenanlage genügt für 3000 Zuschauer. So. Ich lasse es mal so. Gott bricht. Kommt rein. Trainingslager beginnt heute. So. Was wollte ich jetzt? Ah. Schnell noch mit den Spielern reden, falls das geht. So. Jo, das geht. Guten Training, alles. Zack. Guten Training, alles. Zack. Mehr kann ich denn im Moment, glaube ich, gar nicht sagen. Ich könnte auch hier das sagen. Sagen wir halt dem das hier noch. Dem das hier auch. Und dem sagen wir das hier. So. Gehen wir schnell noch in das nächste Spiel. Vielleicht machen wir noch direkt das nächste, weil das geht ja jetzt ziemlich flott. So. Tut sich leider noch nicht. Doch jetzt. 2-0. Sehr schön. Sehr schön. Salat, eine 4. Okay, dann machen wir mal Chamberlain rein. Und Mané. Rechter Verteidiger habe ich gar keinen dabei. Milner hatte 3,5. Dann machen wir wieder Emre Can rein. Zack. Und zack. Gehen wir in die zweite Halbzeit. 3-0. 4-0. Sehr schön. 5-0. Stark. 5-0 gewonnen. So soll das auch sein. So, Mané hat ein Tor gemacht, Sturridge hat 3 gemacht und Wijnaldum hat 1 gemacht. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. So, hier können wir mal gucken, ob wir noch einen guten Fuß bekommen hier. Oh, hier defensiv 70. 6 Millionen. Das wäre natürlich ganz nice. 17 Jahre alt. Auf jeden Fall pflichtig. Da könnte ich mir noch was anderes brauchen. Ja, ich guck mal, ob ich den bekomme hier. Grundgehalt 1,8 Millionen. Nummer 3. Handgeld 1, 2, 3. Zack. Aktuelle Saison. Das machen wir auf 2. Ja, machen wir mal auf 3. Riskieren wir es mal. Hoffentlich klappt das. So, überlegt sich es erstmal. So, wenn wir den bekommen würden, wäre schon cool. So einen 17-Jährigen für mit einer guten Stärke. So, Scout bricht wieder. So, jetzt geht's gleich gegen Al-Arabi SC. Direkt weiter. Schon wieder im Regen, das ist ganz kacke. So, machen wir Salah raus hier. Hier machen wir Mané rein. So, hier der gefällt mir nicht so. Mal gucken, wir haben da noch einen anderen rechten Verteidiger. Machen wir mal den hier rein. So, mit Knoll, ja. Hier ist der Top-Spieler. So, gehen wir schnell hier. Wir kommen schon mal und gehen schnell in das nächste Spiel. Und dann war es das für diese Folge. Videotext. Und das. Ich bin gespannt. 1-0. Den Naldo.
aus, was wir einfach Co-Trainer wieder machen. Zack, weiter. Final gewonnen, ist doch super. Wunderbar. Reserve hat auch gewonnen, hier 4-0. Gegen Epping Rest, den wir als erst gespielt haben. So, ja. Das war's dann hier mit dieser Folge. Nächstes Mal werden wir hier wieder starten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und gebt einen Daumen hoch dafür. Bis zum nächsten Mal und ciao.